Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich wünsche euch allen einen schönen ersten Advent, Freunde. Wir gehen heute rein. Ein paar Packs öffnen wir. Wir öffnen ein Icon-Pack. Ja, ihr seht schon das Team. Dazu noch die Rewards. Ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert für den Algorithmus. Und vielen Dank für euren Support. Wir sind kurz vor den 1000 Abonnenten. Wir gehen rein. Und da ist der letzte Sieg, Freunde. Die 16 Siege sind wieder am Start. War schon nice. Gleich, wenn ich das Team zeige und nochmal eine Teambewertung gebe, gehe ich nochmal näher auf das Gameplay ein. Also 16 Siege am Ende. Öffnen wir erstmal die Picks, bevor ich zur Teambewertung komme. Let's go. Das sind die Rewards. 3x84 Plus Picks. 3x85 Plus Pack. 2x85 Plus Pack. 100k Pack. 125k Pack. 2 Campaign Mix Packs und 1500 EP und wie viel Coins? 85.000. Die Infos wieder reingeholt, die ich gekauft habe letztens. Und hier werden wir, oh, high rated für Icon Pick heute Abend? Informs wichtiger. Informs sind wichtiger, Freunde. Ganz wichtig. Und richtig ist auch Ter Stegen. High rated Futter nehme ich natürlich auch mit. Noch so ein Radioactive wäre nice gewesen. Patrick Gujuan. Was ist mit der eigentlich? Ist die auch nur SBC Futter, ne? Aber krass. Also, Picks waren nice. Und das hier ist das Team, Freunde. Auf der Uhr habe ich noch 685.000 Münzen und 80, 90 High-Rated Futter. Ne? Ich will ja irgendwann verkaufen. Dann haben wir die 2 Millionen safe, denke ich mal. Und zum Team, ihr seht schon, Mbappé habe ich jetzt in Rot gemacht. Und dieses Wochenende war das Gameplay so geil, ne? Also, was heißt Gameplay geil? Also, ist immer noch verwirrtet, aber gerade so, wenn ihr Samstag, Sonntag spielt, ich stand 5-2 Samstag. Und dann einfach 14-2 Sonntag, am Ende 16-4. GG's dazu. Und ja, was kann ich sagen? Also, ich muss sagen, hier Griezmann und Salah, so meine Finesse-Spieler, habe ich nur hier ein paar Mal eingewechselt. Leider kommen die nicht richtig zum Zug. Voll viele sind natürlich auch gequittet. Deswegen kam ich gar nicht zum Wechseln. Lahm, ja, ich habe den Squad Battles die 2 Spiele gespielt. Hat sich schon komisch angefühlt, deswegen wollte ich nichts riskieren, weil Walker zu stabil ist. Deswegen dachte ich mir, gehe ich so rein, bis zur nächsten Niederlage halt am Sonntagmorgen, ne? Von 5-2 auf 14-2 war GG's. Und ja, ansonsten seht ihr noch Yanda, ne? Den man Evo gemacht. Ich hatte ja die Qual der Wahl zwischen Castaneda und Yanda und Castaneda war halt higher rated. Da dachte ich mir, jetzt ist Yanda wieder dran. Schauen wir mal, ob zeitnah wieder eine ZM Evo kommt, aber ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen dauern. Zum Team allgemein, also einfach Spielspaß pur. Hat gebockt, gerade so, wenn ihr die anspielt, dann sind die auch beweglich, die bewegen sich und gerade dieses mit dem Chemiestil, das war so Gamechanger bei mir, ne? Dass der jetzt zum Beispiel den Antrittstyp explosiv hat. Das ist so wichtig, dieser Antrittstyp, habe ich gemerkt, und Varan auch Beast. Ja, overall würde ich sagen, safe aktuell 9 von 10, ich würde fast 10 von 10 sagen das Team, aber Grace kann man mal upgraden eigentlich. Ja, das ist so die einzige. Und Futre war auch okay, war nicht der Beste, aber Futre, UCL Heroes. Nice, nice. Dann würde ich sagen, machen wir gleich hoffentlich das Icon-Pick, wenn das rausgekommen ist. Und öffnen wir ein paar Packs. Ich will ja nicht die besten Packs machen, ne? Aber ich brauche SBC-Futter für das Icon-Pick. So, Freunde, die Picks habt ihr gesehen. Die haben eigentlich gegönnt. Und jetzt hier mit dem Season-Pass, muss ich sagen, Freunde, nehme ich hier das 2x87-Plus-Pack. Aber ich werde diese Packs noch nicht öffnen. Also dafür ist das Radioactive-Team noch nicht gut genug, finde ich. Vielleicht ist Team 2 krasser, sage ich euch ehrlich. Das 20x83-Plus nehme ich auch noch mit, aber ihr kennt mich. Also bis jetzt hat sich das auch immer gelohnt, meine Packs aufzubewahren. Ich weiß, viele von euch haben da immer Pack-Pesch so, aber ich habe in der Vergangenheit so gelernt, so einfach das Risiko riskieren so. Wisst ihr, was ich meine? Bevor ich jetzt hier ziehe und keine Ahnung. Ah, Mini-Release war auch noch am Start, sehe ich ja gerade. Da war Richarlison, ne? Richarlison, Perisic, ah ja. Interessant, interessant, interessant. Und dann würde ich sagen, öffnen wir hier ein paar Packs. Immer das Vorschau-Pack natürlich mitnehmen, ne? So 10, 30 Münzenpacks leider nicht am Start. Vielleicht halt natürlich auch nicht langweilen mit den ganz normalen Packs so. Aber das Vorschau-Pack nehmen wir zusammen mit. Dann ziehe ich so ein paar Packs runter. Und dann sehen wir, ob ich was ziehe oder nicht. Und in dem Sinne, sage ich mal, ich oder auch. Ach ja, hier, wir haben hier noch hier die Ziele, ne? Die kann man ja auch schon abholen, die ersten 3 Tage. Vom Adventskalender. Apropos Adventskalender, ne?
Ich hoffe, ihr checkt jedes Video ab. Auch ich weiß, dass viele wahrscheinlich auch nicht dieses Thema interessiert. So zum Beispiel heute das Video Fall Guys. Ne? Aber es gibt dann ein anderes Video. Aber einfach liken, kommentieren für den Support. Dass der Kanal lebt quasi. Ja, würde ich mich drüber freuen, Freunde. Genauso wie jetzt hier über Diaby. Ja, okay. Schade. Dann haben wir hier ein Prime Gold Profis Pack. Komm nu. Also das Duisburg-Video habt ihr ja hops genommen, ne? Den letzten Vlog. Habe ich gemerkt, sobald du die Mannschaft auch gewinnst, ne? Die ganzen Duisburg-Fans sind auf jeden Fall am Start. Falls du gerade neu bist und durch den Duisburg-Vlog hier auf den Kanal gestoßen bist, Macher, auf jeden Fall diesen Kanal mal in diese FIFA-Gruppe von dir reinschicken, ne? In die FIFA-WhatsApp-Gruppe oder so. Ein paar Leute, Jungs. Dann haben wir die 1000 Abonnenten. Dann sind wir bald YouTube-Partner. Was? Stimmt, diese Campaign-Mix-Packs kann ich ja auch noch öffnen vor dem Icon-Pack, ne? Die brauche ich nicht auch zu bewahren. Ja, das könnte schallern, Freunde. Aber das hier? Schallert nicht, ne? Ist krass. So krass. Ja, ich dachte ja auch, dass Icon-Pick kommt, aber die haben wieder das Hero-Pack und Dings zweimal gebracht. Also, nochmal das Icon-Pack. Ich will jetzt hier eigentlich nur Duplikate ziehen, damit ich die irgendwie da reinhauen kann. Brasil, Torwart, so ein Duplikat ist immer super. Ederson. Kann ich ganz entspannt. Kein Double Walkout, aber super. Die Icon SBC machen. Ja, super. 88. So, jetzt ein 3x83 Plus für Futter. Oh! Finnland Timo Pukki. Ja, der Mann war GG's, Freunde. Den Mann habe ich da als Leihspieler gehabt für die täglichen Aufgaben. Mit dem Mu gewonnen, muss man sagen, ne? In der WL. Hat zwar nur zwei Games gemacht. Am Anfang die ersten. In den ersten drei Games, aber Timo Pukki nehme ich schon mit. So, dann kam mir noch eine Idee, Freunde. Wir öffnen jetzt die beiden Packs hier. Und dann machen wir das Icon-Pack in einem Roulette mit den Top 9 Nationen. Also hoffentlich ist da noch only Top 9 Nationen drin. Ja, GG's. Aber wir öffnen jetzt Food Champions Weekend League Rewards Campaign Mix Pack Spanien. ZOM ist schon der Urwirt. Centurion, oder? Unjain. Was hast du für ein Rating, Bro? 84er, geisteskrank. Dafür 16 Siege, ne? 16 Siege für einen 84er. Weil das gerade so gut war. Nosepack, OP-Pack diesmal. Argentinien, Mittelstürmer, Di Maria. Naja, ich glaube, den habe ich sogar schon. Ich glaube, den Mann habe ich sogar schon. Schnell skippen. Di Maria, ja. Dann machen wir das zweite Team von der Icon SBC. Okay, Freunde, das Icon-Pack ist ready. Ich öffne es, pack den Spieler direkt in den Verein und wir sehen uns beim Roulette. Ach ja, wenn ich schon gerade auf der Transferliste bin, hier, um jetzt den Spieler an mir anzuschauen. Freunde, ich kann es nicht mehr, ne? Ich hoffe, die gehen hier alle jetzt noch weg diesen Monat, weil Totti ist auch nicht mehr so weit und wir haben da jetzt 700k. Ich hoffe, wenn ich alles verkauft habe, haben wir 2 Millionen, dass ich wenigstens mit 1 Million, 1,5 Millionen in Upgrade-Packs gehen kann, wie jedes Jahr, weil sonst wird Krise. Aber jetzt öffnen wir mal Icon Roulette. Ich muss, darf hier nicht choken jetzt hier. So, und hier stelle ich einen Profi. Nation ist hier wichtig. Und hier machen wir Icon, ne? Obwohl, ne, ich kann ja alles machen. Einfach alles. Auch nicht Spezial oder so, sondern einfach direkt Land. Let's go. Fangen wir direkt an bei den Top 9 Nationen. Ich will das Video nicht zu lange halten, deswegen. Welche Nation ist immer verwirrt? England. Nein. Oh, Leihspieler. Leihspieler, Glück gehabt, Freunde. Ich dachte, Scholes gerade. England haben wir weg. Dann Italien außer Maldini. Ist eigentlich auch verwirrt. Wobei Argentinien ist ja jetzt eigentlich auch verwirrt, ne? Argentinien ist auch weg. So, und jetzt Italien weg. Ja, okay. Es gibt noch viel Verwirrtes. Ich gehe runter zu Spanien. Es ist Puyol. Es ist Carles Puyol, Saforcada, Freunde. Ach ja, ach ja. Ja, Puyol ist es am Ende geworden, Freunde. Ein ganz kurzes Video, glaube ich, diesmal. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns beim nächsten Video wieder, ne? Weiter den Adventskalender verfolgen, daily. Ich saß heute Sonntag von 13 bis 17 Uhr, 18 Uhr da. Hab 24 Videos schon vorbereitet auf diesem Kanal. Ich musste die ja rüberziehen quasi und alles neu mit Titel und so belegen. Freut euch auf die Videos. Da sind ein paar richtig geile Videos dabei. Ich hoffe, ihr lasst Support da. In dem Sinne, haut rein und ciao!
Look at your bitch through these DR by focus. I get me some hands, she been that shit over.